Für Werder Bremen geht es am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Dies ist die zweite Auswärtspartie in Folge für die Bremer und nachdem man schon einen Punkt aus Dortmund entführen konnte, erwarten wir keine großen Änderungen. Einzig Abwehrmann Toprak wird laut Trainer Kofeld wieder in die Startelf zurückkehren. Weichen muss dafür wohl Christian Groß, womit die Abwehrzentrale mit Gebre Selassie und Toprak besetzt wäre. Lang würde dann außen verteidigen. Wollte man mit zwei gelernten Innenverteidigern spielen, würde Gebre Selassie wieder auf seine angestammte Rechtsverteidigerposition rücken und die Mitte würde mit Toprak und Groß besetzt. Lang wäre auf der Bank. Dies ist aber die für uns unwahrscheinlichere Option.